servus Leute, wir haben schon wieder Samstag. Herzlich willkommen zum Dienstagsvideo sozusagen. Ne? Ja, wie gesagt, wir haben gerade Samstag. Ich habe mein Futter wieder geholt. Ich war wieder mit dem KA15 unterwegs und mit dem Zweiachser hier. Abgeladen habe ich schon, steht jetzt in der Garage mit drin. Haben wir da ja, einen schönen kleinen Schwung. Und Bulldog hat wieder sauber durchgehalten, hat alles gut funktioniert. Das Einzige, was mir heute ein bisschen übel aufgefallen ist, der hat mich ein bisschen geärgert. Im Schubbetrieb quasi, wenn es bergab geht, dann schmeißt es den fünften Gang einfach raus. Immer wieder. Das hat jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, jetzt auf einmal. Und der Anhänger, wenn hinten dran hängt und ich setze den Blinker, dann blinkt er nicht, sondern dann flimmern bloß die Lampen ein bisschen auf und die Ladekontrollleuchte geht ein. Da ist irgendwas faul. Entweder bringt die Lichtmaschine den Strom nicht her, was ja aber nicht sein kann, weil ja die Batterie auch geladen ist. Oder meine Vermutung liegt ja schon, dass vielleicht der Blinkgeber kaputt ist, dass ich nur einen Blinkgeber brauche. Tja, wer weiß. Muss ich mal gucken. Der hat früher schon immer Probleme gemacht. Da habe ich es aber auf den Warnblinkschalter geschoben, weil der eigentlich immer nur so komisch geflackert hat. Und jetzt macht er es aber trotzdem. Also gehe ich davon aus, wahrscheinlich doch der Blinkgeber mit kaputt. Muss ich mal vorher fragen, was der meint. Vielleicht hat der noch eine Idee. Bloß ohne Blinker fahren ist ein bisschen blöd. Also ich meine, ich weiß zwar, dass ich den Blinker gesetzt habe und es flimmert kurz ein bisschen auf, aber wenn es keiner sieht, ist doof. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, hat er sauber durchgehalten und da steht es gespannt. Ich habe nur rückwärts hierher gefahren, habe abgeladen. Na, also hier herwärts zu fahren ist eigentlich keine große Kunst. Da werden jetzt viele sagen, die zwei Achse fahren, ist doch nichts Besonderes, hier so ein bisschen um die Kurve rum. Weil ich bin quasi rückwärts von hier hochgestochen und in das Loch da rein. Eigentlich ist es keine große Sache, aber ich sage mir wieder, weil ich letztens wieder geschrieben gekriegt habe, Mensch, du, das Zweiachse fahren kannst du aber gut, aber unstramm der Gedanke, so gut ist es gar nicht. Ich kann jeden Einachse- oder Tandemhänger rückwärts fahren, überhaupt kein Problem. Geht sogar nach Spiegel. Ein Zweiachse, wenn ich dran habe, ich mache jedes Mal den Fehler, ich fahre in die falsche Richtung. Man ist den Einachse gewöhnt, beziehungsweise ich bin in Kipper oder so gewöhnt. Und dann setze ich mich da drauf und fahre mit dem Zweiachse und bumm, passt schon wieder nicht. Das ist halt einfach so. Aber es hat funktioniert und das ist das Wichtigste. Thank you.
Also so viel zum Thema, perfekt hier hinten reinfahren. Ist nicht. Das könnte besser sein. Ich habe sogar ganz leicht hier ein bisschen die Garage duschiert beim Reinfahren. Das ist aber die Länge vom Hänger. Ist aber nicht schlimm. Bloß hinten ein wenig angeknietscht. Gleich gemerkt, und wurde vorwärts. Ist halt so. Passiert aber nichts deswegen. Garage steht noch, Hänger steht noch. Aber hier hinten rein mit dem Anhänger ist wirklich eine Katastrophe. Es geht halt hier jetzt aktuell. Der Hänger muss so drin stehen. Der Weg geht so, da ist gleich der Zaun. Von da vorne bin ich gekommen. Also einfach ist es nicht. Ein anderer kann das besser. Ich definitiv nicht. Zu dem Fahrzeug bin ich immer gefragt worden, was das für ein lustiges Ding ist. Ja, das ist so eine Kettendampe. Der ein oder andere hat eine schöne Videos gesehen. Der war letztes Jahr mal im Grünland unterwegs zum Grasmähen. Ja, gehört eigentlich zur Baumaschinenvermietung dazu, aber wo er gebraucht wird, wird er eingesetzt. So ist das einfach. Ja, der ist auch aufgeräumt. Den Kramer habe ich jetzt derweil hier vor die Garage. Weil ich weiß nicht, ob sie den Kipper dann gleich noch aufräumen wollen und den Kramen dann wieder davor oder... Sprecher lasse ich dann schon mal nach Hause stehen. Kann man immer noch umparken. Ja, heute hat sich wie gesagt die Gelegenheit ergeben. Ich habe die Pressehausen gehabt. Wir haben den Schwader gebraucht zum Laubzahn machen. Die sind gerade drüber. Das hat der Vater vorhin zusammengezogen. Und jetzt laden sie es mit Radlader auf. Und ja, da war wie gesagt die Presse draußen. Da hatte ich die Gelegenheit dazu, die an den Kramer anzuhängen. Der war jetzt der Bulldog, der halt frei war, mit dem er so schnell ziehen konnte. Der hat die passende Aggerschiene auch dran. Also wie gesagt, angehängt, rausgefahren. Dann war sie hier gestanden und sagt, mein Bruder, Mensch, kannst du eigentlich mal abblasen? Dann habe ich gedacht, du bläst sie mal ab. Dann war ich beim Abblasen, dann denke ich, na, eigentlich kann ich sie gleich abschmieren. Dann ist sie abgeschmiert, dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich kannst du die Kolbenhölzer auch gleich noch machen. Die gleich noch gefettet. Dann hinten die Knoten noch geölt, wo es zu ölen war. Das sind so kleine Öllöcher, Ölbohrungen, wo extra reingehört. Ja, und Reifenluftdruck. Und dann ist mir eingefallen, da war ja Zinken kaputt. Den habe ich dann auch gleich noch getauscht. Und die Presse einsatzbereit. Habe ich nicht gefilmt. Ja, mein Fauxpas quasi. Aber letztes Jahr haben wir das ja auch einmal gemacht gehabt, die Presse zusammengerichtet. Und ja, ein Zinken war wie gesagt kaputt. Den habe ich gleich mit getauscht. Hat sich schnell angeboten, Sache gewesen, von schneller Stunde irgendwas dran machen. Die ist einsatzbereit, also sprich jetzt kann die Heusaison starten, die Presse geht, der Heuwender geht. Der bräuchte vielleicht aber noch eine neue Gelenkwelle. Das Mähwerk geht, da gehört die Gelenkwelle vorne noch gerichtet, ist ein Ring kaputt, ein Sicherungsring. Aber funktionieren tät es deswegen auch. Der Schwader könnte mal eine neue Gelenkwelle brauchen und ein paar neue Reifen. Aber der funktioniert auch.
Also sprich, für mich könnte die Heusaison jetzt dann losgehen, kein Problem, könnte starten. Ja, und wie ich die Presse sauber gemacht habe, habe ich dann gleich einmal noch die Ballen hier rausgezogen, die waren noch drinnen gesteckt. Schön kompakt, die waren seit letzten Jahr da drin. Toll, ne? Also ich mag ja die kleinen HD-Ballen, die sind schön, handlich, man kann sie mit einer Hand aufheben, man kann sie schön transportieren. Das ist halt für mich optimal, ne? Die kann ich in meiner Scheune schön lagern, die kann ich mit dem Heuaufzug hoch befördern, viel besser wie ein Rundballen, auch wenn es mit Rundballen und Quaderballen natürlich theoretisch schneller geht. So ist es halt. Jetzt machen wir eine Viecher und dann schauen wir mal weiter. Ja Leute, wir haben wieder mittlerweile Montagabend. Die Zeit, die vergeht immer im Flug. Gestern ist nicht viel passiert, war nichts besonders mehr los und ja, heute am Montag ganz normal wieder gearbeitet. Und wie man sieht, ich stehe jetzt in meiner neuen Küche. Ich habe hier drin wieder ein bisschen was gemacht. Und zwar war ich drüber. Ich habe die eine Fliesenseite hier noch geschliffen gehabt und habe die jetzt schon gestrichen. Einmal. Da sind noch ein paar Flecken drin, da muss ich nochmal drüber. Und dann ist die Küche hier innen endgültig mal fertig. Dann kann ich alle Gerätschaften hier drin nochmal sauber machen, kann die Küche innen drin richtig schön sauber machen. Die ganzen Vorhänge wieder reinhängen, wenn sie frisch gewaschen sind und. Halt die ganzen Arbeiten, die so anliegen. Und dann habe ich mal einen fertigen Raum in dieser Wohnung. Komplett fertig. Gut, Schlafzimmer ist eigentlich auch komplett fertig. Steht halt der Tapeziertisch noch drin. Dann geht es noch an die Speisdate. Die ist ja gleich hier nebendran. Die muss aber auch noch ein bisschen gemacht werden. Da herrscht jetzt Chaos. Ja. Da steht halt jetzt alles geraffelt drin. Nicht schön. Aber das wird auch noch. Die muss komplett ausgeräumt werden. Das ist halt jetzt auch wieder Zwischenlage. Ich hasse sowas, aber naja. Alles rausräumen, schön machen und wieder gut. Dann ist die Speis fertig. In die Speis kommt unter anderem hier unten ins Eck da noch meine kleine Gefriertruhe aus dem Keller. Weil ich gesagt habe, da muss ich nicht immer, wenn ich jetzt irgendwas Eingefrorenes habe, sei es ein Braten oder sonst was, muss ich nicht in der Kellerin, um den zu holen, sondern habe es alles hier direkt in der Wohnung. Deswegen da die kleine Gefriertruhe mit rein. Das wird auch noch werden. Und dann würde ich sagen, wird die Wohnung langsam. Im Wohnzimmer ist jetzt eine Wand schon komplett weiß. Das erste Stück ist braun angefangen, das zeige ich euch aber beim nächsten Mal. Da wird es also auch langsam, je nachdem wie schnell es jetzt vorangeht, kann eventuell bis Mitte April der Umzug stattfinden. Naja, gucken wir mal. Das habe ich ja schon lange gedacht, dass es vielleicht endlich mal klappt und dann hat es immer wieder gedauert und gedauert und gedauert. Irgendwann. Ja, auf alle Fälle. Es geht langsam voran. Die Küche wird. Hier innen ist wie gesagt noch einiges zu machen. Hier will ich noch einiges verändern. Das gefällt mir natürlich alles noch nicht so. Ist ein Haufen Zeug, was ich komplett anders haben möchte. Und wenn das fertig ist, dann bin ich auch ganz froh. Aber das sehen wir dann alles, wenn es fertig ist. Wie gesagt, Vorhänge müssen noch rein. An die Balkontür und hier drüben. Und alles noch sauber machen, wieder ordentlich einräumen und dann sollte das irgendwann mal passen. Ja, so viel auf alle Fälle mal zum Wohnungsumbau, weil ich ja da auch ab und an mal gefragt werde, wie schaut es denn jetzt da aus, bist du jetzt schon umgezogen? Wunschtraum der Gedanke, das wollte ich schon lange. Da ist das kleine Klo. Überall Rumpelkammer, ich schmeiß das ganze Geraffel raus, was mich nichts angeht. Das habe ich keinen Bock hier drin, irgendein Geraffel zu haben. Das fliegt alles raus. Echt zum Kotzen. Ich will eine ordentliche Wohnung. Ja, Schlafzimmer ist wie gesagt ja eigentlich fertig. Das hatten wir ja schon. Da ist halt wie gesagt noch hier der Tapeziertisch und die Tapetenabfälle und das Zeug, was rumliegt. Ja, und im Wohnzimmer habe ich diese Tapete hier an einer Wand. Bin ich gespannt, was der sagt, wenn die Wohnung fertig ist.
Ja, und die anderen Wände ist das da. Das ist quasi meine Kombination fürs Wohnzimmer. So schaut es aus. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit. Und zwar nächste Woche Sonntag. Quatsch, nächste Woche Sonntag ist gut. Diese Woche Sonntag habe ich einen Termin. Fahre ich nach Haundorf oder wie das heißt. Da kriege ich endlich einen Kühler für meinen KA15 her. Und unter anderem eine Batteriekastenabdeckung. Eine originale, auch von einem KA15. Ja, hat sich so ergeben über eBay Kleinanzeigen. Da habe ich einen Tipp gekriegt, soll ich mich mal melden. Und ja, das habe ich gemacht. Und der Kühler scheint zumindest dicht zu sein. Da ist aber am Rahmen selber was zu machen. Aber das wird auch gar. Da freue ich mich auf alle Fälle. Das sollte hoffentlich passen. Also schlimmer wie meine kann er eigentlich nicht sein. Dann funktioniert es auch. Ja, zum Thema KA15 gibt es noch zu sagen. Der hat jetzt seine mittlerweile fast 30 Betriebsstunden drauf. Ja, erstaunlich, wie viel der jetzt schon geleistet hat. Ich habe nachgetankt gehabt. Und ja, ist ein bisschen was reingegangen. Und vom Ausrechnen her sind es 30 Betriebsstunden, die er gemacht hat. Also Respekt, hätte ich gar nicht gedacht. Der Bulldog, der fährt jetzt seit Ende Dezember, Anfang Januar. Und in der Zeit hat er schon ordentlich was gemacht. Nicht übel. Ja. Nach den 30 Betriebsstunden, normalerweise nach 20, hätte er eigentlich dann die Köpfe nachgezogen gehört. Die haben aber die ganze Zeit davor gedacht, ach, die Stunden hat er ja eh noch nicht runter. Jetzt am Samstag, wie gesagt, war ich unterwegs, habe ich ihn getankt. Da habe ich gesagt, so viel Sprit ist neu. Oh, da ist ja doch so viele Stunden drauf. Und, tja, was soll ich sagen, nach der Fahrt, da waren dann Kühlwasserspuren seitlich am Block dran. Ja, die Köpfe können nachgezogen. Jetzt hat das Wasser oben aus der Kopfdichtung rausgedrückt. Ist nicht schlimm für den Motor. Bloß jetzt muss man dann was machen. Jetzt können sie dann, wie gesagt, nachgezogen. Die haben jetzt dann von der Spannung her und von der Erhitzung quasi setzen sich die jetzt dann noch. Und dann passt das auch. Ventile können dann noch einmal nachgeguckt. Und ja. Was unter anderem noch gemacht gehört, das ist der Gang, der rausfliegt. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das Problem ist aber, zum Gang machen, da reicht es nicht, den Schalthebel alleine runter zu machen, sondern da muss der gesamte Hydraulikblock hinten ab. Weil dummerweise bei dem, nicht wie beim KL300, einfach nur ein viereckiger Deckel drauf ist, sondern der hat bloß einen runden Deckel und da kommst du an die Kugeln nicht ran. Und der Vater hat schon gesagt, das sind definitiv die Kugeln, die da kaputt sind, die Spiel haben. Da gehören jetzt da neue neu, das hat er beim KL300 damals auch gemacht. Und dann hält auch der Gang wieder, dann drückt es den nicht raus, beziehungsweise dann rutscht den nicht raus. Weil da ist wirklich so, der ist so leicht mittlerweile drin, du fährst bergab und durch das Gewicht quasi, durch die Schwerkraft zieht es den Ganghebel, den Gangschalthebel nach vorne raus. Also das ist blöd. Funktioniert im vierten Gang übrigens genauso. Fährst im vierten Gang bergauf, dann schiebst du den Gang auch raus. Fährst im vierten Gang bergab, passiert nichts. Fährst im fünften Gang bergauf, passiert auch nichts. Das ist wirklich die Schwerkraft, die das dann macht. Tja, saublöd auf alle Fälle. Ich habe schon gesagt, so kann es jedenfalls nicht bleiben, weil das ist ärgerlich, das nervt. Muss man auch was machen. Kommt mir nicht drum rum. Und ja, irgendwie wird's werden. Ansonsten, ja, der Simmering hinten von der Zapfwelle, der gehört noch gemacht. Das sifft ein bisschen, der war nicht getauscht, den muss ich noch tauschen. Und welcher Blinkgeber, da hat er jetzt gemeint, da müssen wir mal bei Vollgas dann die Spannung messen, die jetzt ankommt. Und dann kommt eventuell ein elektronisches Blinkrelais rein und nicht mehr dieses alte mit Hitzdraht. Aber das kriegen wir auch noch. Tja, so viel auf alle Fälle die aktuellen Stände hier. So viel das, was aktuell ein wenig passiert ist, was aktuell ein wenig los war. Tja. Und wie gesagt, Wohnungsbau ist jetzt ein wenig angelegen und allgemein halt Arbeit im Garten draußen ein wenig. Alles zu seiner Zeit, alles wird langsam. Kriegen wir hin. Ich denke mal, wie gesagt, mit dem Wohnungsumzug, das könnte ruhig noch ein bisschen schneller sein. Ich hoffe ja, dass es dann demnächst mal ist. Das Aquarium gehört dann auch noch auf.
Die Wand oben ist jetzt fertig, wo es hinkommt. Sprich, wenn ich jetzt da mal einen freien Tag habe, kann ich das Aquarium leer machen, kann das Aquarium hochbefördern, oben wieder befüllen und kann es wieder aufstellen. Ist natürlich eine mordsmäßige Arbeit. Wird man einen guten Tag drüber sein. Ist ja ein ganz schöner schwerer Klöpper hier, ne? Aber Zeit wird's. Ja, so viel auf alle Fälle der aktuelle Stand. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und wir sehen uns am Freitag wieder. Ich sage an alle vielen Dank fürs Zusehen. Bis die Tage. Servus.